Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder mit einer Wochenlegung für euch und zwar die Legung für die Woche vom 22.05.2023. Seit dem 19. haben wir 10 aneinandergereihte Portaltage, das heißt der Mai fließt mit einer hochfrequenten Energie aus und das hat zum Vorteil, dass wir sehr sensibel sind, sehr einfühlsam, wir nehmen Dinge sehr gut wahr, aber dementsprechend sind wir auch leichter angetriggert. Wenn man das weiß, kann man sich schon mal darauf einstellen. Ich habe eine Dreierlegung gemacht. Was ist in dieser Woche wichtig? Was ist für dich bezüglich der Themen wichtig? Und wo wird es hinführen? Dazu noch eine Zusatzkarte, um mal zu schauen, ob wir noch einen zusätzlichen Impuls bekommen. Als Kartendecks habe ich verwendet mein eigenes Deck über die hermetischen Regeln. Dann das Engel- und Ahnen-Orakelkartendeck von Kyle Gray. Dann die Seelenmedizin von Lisa Bieritz und für die Zusatzkarte aus den Lichtbotschaften von den Plejaden das Set von Pavlina Klemm. Dann schauen wir mal, was diese Woche wichtig ist. Das Loslassen ist wichtig. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Was ist es, was du loslassen solltest? Was hältst du noch fest? Wo kommst du nicht weiter? Wo stagniert es? Wo hängst du fest? Wo fühlst du dich selber gefangen? Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt in dieser Woche, das loszulassen. Manchmal muss man Gefühle loslassen, manchmal Gedanken, manchmal hat man auch das Bedürfnis, einen Teil von sich selbst loszulassen, um im Kopf wieder klar und frei zu werden. Worum geht es noch? Es geht um die Liebe, es geht um die allumfassende Liebe. Letztendlich ja sicher das Wichtigste, um was es gehen kann. Diese Woche ein wichtiges Thema und ich sagte ja vorhin schon, wir sind diese Woche alle recht sensibel und einfühlsam und da kann die Liebe natürlich auch gut gelebt werden und zwar auf allen Ebenen. Nicht zwingend nur mit einem Partner im Sinne von ausschließlich, sondern auch mit der Familie, mit Freunden, die Liebe zu Tieren, die Liebe vielleicht zu einem Hobby, die Liebe zur Natur etc. Dann geht es um die Autorität, der Lord, übernimm mit Autorität die Führung. Es geht um Führung. Der Lord sagt dir, diese Woche darfst du dir deiner Kraft und deiner Autorität bewusst sein und sie nutzen, um etwas in die Wege zu leiten, um etwas vorwärts zu treiben, um etwas abzuschließen, wie auch immer das jetzt für dich passt. Letztendlich sicher auch, um etwas loszulassen. Was kannst du dazu tun? Ja, du kannst dich genau auf diese Energie einlassen. Die Anima-Energie ist die weibliche Energie, die empfangende, die weiche, die kreative, intuitive Energie. Und wenn du dich auf diese einlässt, dann kannst du auch diese Woche einerseits gut loslassen, andererseits aber auch gut die Führung übernehmen, denn das muss nichts Männliches oder Lautes sein. Führung kann auch ganz leise und liebevoll geschehen. Und das ist ja auch ein Thema in dieser Woche, die Liebe. Also es geht um diesen weiblichen Anteil, um da diese Woche auch ganz bewusst einzutauchen und sich zu trauen. Das erfordert manchmal ja auch etwas Mut, sich aufzumachen. Dann haben wir die Seelenrückholung. Das ist eine Karte, die kommt zurzeit sehr, sehr oft. Es geht also wirklich in dieser Zeit darum, wieder ganz zu werden. Und jeder von euch kann auch zu Hause dazu beitragen, indem er es über eine Meditation macht, über ein kleines Ritual, indem er einfach seine Ganzheit anstrebt und sich dessen bewusst ist, dass das möglich ist. Dazu brauchst du jetzt keine großen Kurse oder viele Termine, sondern das ist etwas, was im Zeitgeist jetzt auch einfach für dich möglich ist. Also das passt auch diese Anima-Energie gut dazu, denn das öffnet dich dafür. Und dann haben wir den Erdhüter. Bleib verwurzelt und gehütet. Nein, und geerdet. Der Erdhüter weist dich darauf hin, dass du im Loslassen, in der Liebe, in dieser weiblichen Energie und in diesem Eintauchen zur Ganzwerdung, dass du daran denken sollst, mit den Füßen am Boden zu bleiben. Also mit dem Kopf gerne in den Himmel und in den Wolken, aber bleib dabei geerdet.
Das meinte ich vorhin auch mit, wir brauchen keine wahnsinnig vielen Rituale oder viel Geld auszugeben. Du hast ja alles bei dir. Erde dich, mach dich offen, geh in deine weibliche Energie und dann kannst du ganz sein und werden. Und dann schauen wir mal, wohin es führen wird. Zur Partnerschaft. Dann kannst du auch deine Partnerschaft natürlich anders leben. In erster Linie ist es ganz wichtig, eine gute Partnerschaft mit dir selbst zu haben. Jeder, der mit sich gut alleine sein kann, kann auch gut mit anderen sein. Und du solltest immer auch eine Partnerschaft zu deinem eigenen Selbst, zu deinem eigenen Sein haben und hier auch ganz liebevoll agieren. Die innere Stimme, die einen manchmal so maßregelt, loslassen und deine weibliche Energie leben und nicht so streng mit dir sein. Da wird es dich hinführen. Und zur Authentizität. Also dann kannst du dich genauso zeigen, wie du bist, mit deinen verletzlichen Anteilen, die aber eine Führungsqualität nicht ausschließen, mit deinem weiblichen und trotzdem geerdeten Dasein. All das kannst du dann zeigen. Und der Adler, schaue von einer höheren Warte aus und du wirst es schaffen, in eine Beobachtungssituation zu gehen, dich auf einen Beobachtungsposten zu begeben und das Ganze in Ruhe, in Gelassenheit, verwurzelt und geerdet zu betrachten. Das gibt dir ganz viel Ruhe und Gelassenheit und du wirst nicht mehr so sehr angetriggert sein. Ja, eine spannende Legung für diese Woche. Mal schauen, was wir als Zusatzimpuls haben. Deine Seele möchte in jedem Augenblick an die kosmische Freiheit angebunden sein. Sie möchte ihr Licht ausdehnen und ihre lichtvolle Essenz leben. Das passt ganz wunderbar, ne? Also die Seele möchte loslassen, an die kosmische Freiheit angebunden sein, das auch wahrzunehmen, das auch zu fühlen, trotzdem geerdet zu sein und das Ganze in einer sehr weichen, weiblichen Energie. Das ist die Legung für die Woche vom 22. Mai. Ich freue mich über ein Like oder über einen Kommentar und wenn dir die Legung gefallen hat und ich wünsche dir eine friedvolle und freudvolle Woche.